Springe, wenn auf einem Kolben du bist, und in die Luft steigen du kannst. Das ich auch immer benutze im Jedi-Tempel. Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Sir, wir haben etwas gefunden. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Sieht aus wie Kontakt. Rex, was ist da los? Rex! Meister? Ich hab seine Position. Gehen wir. Tja, beim letzten Mal haben wir den guten Rex gespielt und da ist dann der Kontakt abgebrochen. Ich habe vorher noch eine Gestalt gesehen, die sah so ein bisschen aus wie Cad Bane. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, aber ich weiß, dass der Cad Bane hier vorkam. Von daher kann das sehr gut sein. So, hier gibt es ordentliche Kletterpassagen, aber das nehmen wir natürlich mit hier. Das lassen wir uns nicht entgehen. So, einmal hier hoch bitte und weiter geht's. Ahsoka, was machst du denn da unten? Du kommst ja gar nicht mit. So, perfekt. Artefaktjagd machen wir natürlich auch immer noch, liebe Leute, ne? Also immer schön hier auf Alternativwege achten, dass wir hier nicht irgendwo ein Artefakt liegen lassen. Das wäre natürlich echt ärgerlich. So, da ist die gute Ahsoka wieder, aber... Die brauchen wir vorerst gar nicht. Wie springt man hier so? Ja. Halt, was ist denn hier hinten versteckt? Das sieht mir so aus, als hätte hier was sein können. Nee, leider nicht. Okay. Huch, nein! Spawn ich jetzt oben, ja, oder? Wo bin ich denn? Ah, ja, okay. Ja. Okay. Da ist ein Artefakt, siehst du mal. Wie kommen wir da ran? Ach, ganz einfach. Das ist ja quasi geschenkt, das Artefakt hier, ne? So, beim letzten Mal haben wir ja auch schon so ein bisschen im Shop wieder uns neue Sachen angeguckt. Und damit machen wir natürlich auch weiter, liebe Leute. Aber nicht so. Wo spawn ich denn jetzt hier hinten wieder? Okay. Damit machen wir natürlich wieder weiter, liebe Leute. Und gucken uns mal die nächsten Sachen, die wir uns so holen können, an. Also, wir können ja natürlich die Kampf-Upgrades auch mal machen. Wurde auch schon gesagt, hey, hier Kampf-Upgrades mal voll machen, ne? Haben wir jetzt auch schon. Jetzt können wir uns mal ein paar Hüte angucken, ne? Hier wäre nochmal das Delta-Team komplett aus Republic Kommando. Können wir auch mal machen hier. Haben wir jetzt den Helm auf? Jawohl. Zack, sehr schön. Ich glaube, der gute Fixer-Helm ist das, oder? Unten waren nur zwei Dinger, ne? Das ist jetzt nicht so wichtig. Gucken wir uns den mal ganz kurz ein bisschen an hier, den Helm. Ja. Ja, ne, ist genau das, was man erwarten würde. Also jetzt nicht besonders super krass oder sowas, aber ist schon eine ganz nette Idee auf jeden Fall. So Collectibles und sowas, ich finde sowas eigentlich immer ganz nett. Wir werden vielleicht auch irgendwann mal einen Part machen, wo wir einfach uns alle möglichen Helme dann irgendwie mal anschauen. Das Republic Kommando können wir einmal ganz kurz durchgehen, jetzt haben wir die ja gerade. Da sieht man den gar nicht so gut. Wir gehen nochmal ins Licht hier unten vielleicht. Da sieht man die vielleicht schon eher, ha? Ja, wie gesagt, ist okay. Ist jetzt aber nichts, wo ich total drauf abgehe. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Mögt ihr sowas wie Skins oder so Alternativsachen? Hier, Seven ist übrigens mein Liebster. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, welcher von euch oder welcher für euch. Nee, Fixer war das gar nicht. Das war der Boss hier. Natürlich, der Orange, den spielt man ja auch selber. Dann haben wir noch Scorch, der wäre eigentlich gelb. Komischerweise ist er hier farblos, was mich ein bisschen wundert. Hat er einen farblosen Helm und die Rüstung ist gelb? Naja, auf jeden Fall vom Delta-Team mein Liebster, der gute Seven. Der Rote, der sieht richtig cool aus. Aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr denn irgendwie so große Fans seid von irgendwelchen Skins und so Alternativkostümen und so. Oder ob ihr sagt, nö, ach, das ist zwar ganz nett, aber irgendwie so richtig anfixen tut mich das eigentlich nie. Ich finde sowas immer ganz nice to have, aber wie gesagt, ne, so richtig essentiell ist es nicht. Im Battlefront sind die natürlich aber alle richtig nice, deswegen, also da will man schon die Skins haben. Ist ja schon ein paar Minuten. Und vielleicht auch so ein bisschen drauf an. Sehr witzig, Snix. Sterbt, ihr die Hunde. So, kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie... schaffe ich das noch? Ja. Wie gut die Skins aussehen, ne, das ist ja auch immer so eine Sache für sich. So, Unverwundbarkeit. Wir gucken ganz kurz mal, was wir hier machen können noch. Druidendemolierung. Zerstöre Druiden, wie du willst. So, wir machen nochmal diesen Auftrag, aber so langsam habe ich den Eindruck, ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr denn diese Aufträge häufiger mal sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, brauchst jetzt eigentlich wirklich nicht machen. Ich habe so langsam den Eindruck hier, die wiederholen sich auch relativ stark jetzt mittlerweile. So, einmal mit einem Mal abräumen hier. Was sind denn mit diesen goldenen Kisten? Kann ich die jetzt auch irgendwie werfen und krieg dafür Bonuspunkte? Das will nicht, so wie ich. Es will nicht so, wie ich das will.
Also wir haben auf jeden Fall dreifach Multiplikator. Und es wurde, oder mir wurde auch gesagt, ich solle mal häufiger so ein bisschen blocken und versuchen, die Schüsse nicht abzubekommen, um den Multiplikator aufrechtzuerhalten. Weil anscheinend ist es so, der geht halt tatsächlich nur verloren, wenn man getroffen wird in irgendeiner Form. Das heißt auch immer mal wieder schön rumblocken. Ah, wir haben Platin bekommen, ja, sehr schön. Ja, mal so ein bisschen rumblocken, damit wir halt ja, möglichst den Multiplikator nicht verlieren, ne? Das ist anscheinend schon nicht unwichtig. Aber jetzt ist er auch so weggegangen. Also man hat auch bestimmt eine bestimmte Zeit, die man den hält anscheinend. Und man darf keinen Schaden nehmen. Ansonsten geht der Multiplikator weg. Gucken wir hier nochmal ganz kurz hin. Aha. Ah, das wäre so ein gutes Versteck gewesen da unten. Das wäre so ein gutes Versteck gewesen, aber nein. Ja, das war in Ordnung. So, hoch hier. Das nehmen wir natürlich auch mit. Das gibt immer ordentlich Punkte. Bald haben wir eigentlich auch schon alles im Shop, glaube ich. Oder zumindest sehr viel, was man so im Shop alles so kriegen kann. Jetzt ist ein bisschen schwierig festzustellen, wo das überhaupt ist. Soll ich gegen die Wand springen und von da aus ein... Ja, okay. Warum kann ich da nicht hin? Das sieht jetzt... Das sah jetzt ganz komisch aus. Naja, gut, dann... Ach, der hing da! Ja gut, manchmal ist es echt schwierig festzustellen, wo im 3D-Raum sich die Objekte befinden, weil die auch alle keinen Schatten werfen, diese, ne, die hier. Der Stein jetzt hier neben mir, der wirft auch keinen Schatten, da weiß man nicht so genau, wo befindet er sich. Ist jetzt natürlich offensichtlich, wo er sich befunden hat, weil ich direkt daneben stand, aber manchmal ist das gar nicht so leicht dadurch. So, wie ein wahrer Jedi klettern wir hier erstmal durch die Gegend und das sind schon Magnawachen, neue Gegner wieder mal. Die haben uns auch entdeckt und laufen schon in unsere Richtung. Sky Guy, ihr wisst schon, dass man uns verfolgt? Ich hab's gesehen. Vor uns ist auch noch einer. Folge mir einfach. Die Falle aktivieren? Manchmal klingt ihr genau wie Meister Kenobi. Haha. Das ist doch schön. Okay, ich wollte nur mal ganz kurz gucken, ob rechts was ist, aber jetzt bin ich runtergefallen. Das war jetzt nicht allzu schlau von mir. Ich gebe es zu. Aber hätte ja sein können, dass hier rechts, ne, neben diesen Kisten, dass da noch was wäre. Aber nein, da ist nichts. So. So langsam komme ich hier ganz gut mit der Steuerung klar. So, wie mache ich das jetzt? Hangelt er sich da jetzt so dran? Ja. Nach rechts. Annie, nach rechts. Muss ich gar nicht nach rechts? Wo muss ich denn sonst hin? Ach, vielleicht hier hoch. Das sah aber so aus mit diesem Riss. Aha. Mit dem Riss sah das so aus, als hätte man da lang gehen können, fand ich. Aber nein. Hier hoch geht's weiter. Dynamische Elemente. Gefällt mir. Oh, jetzt kommen sie, die Magnawachen. In der Nähe, Ahsoka. Diese Kerle können gemein sein. Ich weiß. Ich habe drei von ihnen bekämpft. Alleine. Damals auf Tatooine. Ja, das hat man im Film gesehen. Im Clone Wars Film. Mit dem guten Stinky. Also mit dem Sohn von Jabba the Hutt. So, was muss man machen, wenn die diesen Wirbler machen? Ich glaube, da muss man einfach kontern gegen. Also, dass man hier den Machtschub da mal gegensetzt, oder? Also trifft man die sonst nicht. Na, muss man erstmal ein bisschen rausfinden, wie man die hier richtig gut bekämpft, die guten Leute. Ah, man kann die auch tatsächlich steuern. Helfen wir mal Ahsoka hier. Ach, Magnawachen fand ich schon immer richtig cool. So, weg mit denen. Und der nächste. Rex letzte Übertragung kam von der anderen Seite der Anhöhe. Meister, diese Erschütterung der Macht? Es ist Obi-Wan. Er ist in Gefahr. Meister Plo ist bei ihm. Wir müssen ihnen helfen. Captain Rex braucht unsere Hilfe, hier und jetzt. Ich bin sicher, Obi-Wan und Plo kommen auch ohne uns klar. Na, wie sich der Obi-Wan so angestellt hat, bin ich mir da aber gar nicht so sicher in den letzten Parts. Da war der einmal nur am Runterfallen, der gute Mann. So, was haben wir denn bekommen? Zwei Artefakte, sehr schön, und Platin, richtig gut. Es wimmelt immer noch von Droiden. Wir müssen in die Kommunikationszentrale. Es scheint, dass wir eine Abkürzung nehmen müssen. Na, ganz kurz mal schauen. Ah, das wären so gute Verstecke teilweise, ne, für diese Artefakte. So, wir sind wieder auf der Humanoid-Station. Ja, diesmal sage ich nicht Venator. Mach liebe Leute. Bereit, Obi-Wan. Sieht auch cool aus mit dem Ventilator hier, ne, wie der Schatten wirft und so. Sieht schon nice aus. Also dafür, dass das Spiel so alt ist, profitiert sehr stark von diesem Comic-Look. Allgemein ist dieser Clone Wars-Stil doch sehr, sehr stimmig, finde ich. Ne? Auch gerade diese, also gerade die neuen Folgen. Ein nützlicher Verbündeter, der Gegner sein kann. Ja, okay. Gerade die neuen Folgen von The Clone Wars finde ich optisch so unfassbar imposant, ey. Ich werde jetzt nicht viel dazu sagen, ne? Wie gesagt, manche haben es ja noch nicht gesehen. Die neue Staffel. Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, warte mal.
Aber das sieht ja richtig, richtig gut aus, finde ich. So, hier legen wir eine Mine hin. Und jetzt machen wir nochmal den Dance bei ihm. Geht das noch? Ne, wir dürfen nicht mehr. Wir dürfen ihn nur noch zerstören. Den Tanz darf man nur machen, wenn er neu spawnt. Beim nächsten Mal gucken wir uns mal den Tanz an. Hier, wenn wir nochmal so einen treffen. Oh, bin ich da hin? Da kriege ich doch Schaden bestimmt, oder? Oh, da sterbe ich sogar direkt. Wie kommt man da dran? Huch. Also hier geht's immer mal wieder aus. Springe, wenn auf einem Kolben du bist und in die Luft steigen du kannst. Das ich auch immer benutze im Jedi-Tempel. Ja. Der gute Meister Yoda. Alle mögen doch den guten Meister Yoda. So. Wie komme ich denn aber jetzt mal ehrlich, wie komme ich da hinten? Na gut. Irgendwie wird's gegangen sein. Ich habe keine Ahnung wie. Aber irgendwie muss es ja gehen. Das erinnert so ein bisschen hier an. Zerstört Konsolen werden müssen, damit ein Jedi kann vorbei. Die Konsole kurzschließen, du kannst mit dem Lichtschwert. Auf uns wartet noch ein Kampf. Ah, jetzt hier. Da tanzt er. Och, der macht ihn einfach kaputt. Dokun hat keinen Bock auf Tänzchen. Das erinnert hier so ein bisschen an die Carbonit-Gefrierkammer, ne? Aus Episode 5. Zack. So, die nehmen wir auch ganz schnell mal mit. Und jetzt können wir die Konsole kurz zerstören. Aha, okay. Jetzt könnte man zurück. Jetzt müssen wir natürlich nur schauen. Kommen wir jetzt smarterweise hier lang zurück, oder? Nein. Komme ich jetzt nochmal zurück? Ja. Das gucken wir uns ja schon nochmal an, ne? So, ich hoffe mal, da gibt es auch ein bisschen, ne? Ein bisschen mehr als nur diese Punkte hier. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn es hier auch noch ein Artefakt gäbe. 480, die sind 100 wert, die großen Steine, okay. Artefakt? Nee, leider nicht. Ach, schade. Na gut, dann gehen wir jetzt mal rüber, liebe Leute. Ein bisschen die Punkte abgesahnt und jetzt hauen wir hier erstmal die Druiden um. Können wir nochmal einen zum Tanzen bringen vielleicht, bevor Meister Plo Koon kommt. Jetzt guckt er sich das an, der Plo Koon da unten. Ah, jetzt ist ihm genug, jetzt reicht es ihm auch mit dem Tanzen. Das ist einfach nicht der Tanzfan. Der ist einfach nicht. Der ist kein großer Fan von so Tanzerei. Der ist hier bei Serious Jedi-Business unterwegs und nicht hier irgendwas mit Tanzen. So, komischerweise gibt es jetzt die Power-Ups, die ich eigentlich gar nicht dafür machen kann. Ihr solltet besser rennen, Jedi. Zack. Ah, das ist jetzt hier eine fiese Stelle, weil die. Nein, Meister Plo Koon, ihr seid verdampft. Dank uns stehen die Droidenfließbänder nie still. Jawohl. Punktemultiplikator. Und jetzt schnell das Ding machen. Schnell. Habt ihr Lust auf eine Herausforderung, Meister Plo? Der antwortet nicht mal, das ist abgehoben. Ich bin nicht mehr jung, ah, okay. Aber meine Fähigkeiten sind so gut wie immer. Das ist eine gute Frage. Wie alt ist denn der Meister Plo Koon und wie alt werden denn die Keldor? Das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht weiß es ja ein schlauer Mensch von euch. Der kann es natürlich gerne mal schreiben. Wie alt denn Meister Plo Koon ist und wie alt denn seine Spezies die Keldor denn werden können? Ist der Meister Plo Koon schon recht alt für sein Volk oder geht das noch? Platinum mal bekommen. Oh, nice. Aber er auch sogar. War anscheinend ein sehr einfacher Auftrag. Ja, da hinten gibt es irgendwas, aber da können wir noch nicht hin. Okay, da ist ein Artefakt, das sehe ich doch. Sofern man die ganz offensichtlich sieht, ist ja auch alles gut. Jetzt habe ich irgendwie nicht sehen können. Wo bin ich denn daneben gesprungen gerade? Ah, jetzt haben wir es, okay. Hier guckt man natürlich auch nochmal hin. Guck mal, da gibt es auch noch einen Alternativweg hoch. Den nimmt der. Nimmt der Plo Koon gerade da hinten. Haben wir jetzt hier schon mal? Ist das der richtige Weg? Nein, wir brauchen den doch. Ach Mensch, Meister Plo Koon. Jetzt lass ihn aber. Na. Ja, bin ich aber schneller als du. Nee, du lässt den jetzt gefälligst. Guck mal hier, da machen wir ein paar Minen hin. Jetzt können wir den auch kaputt machen. Jetzt darfst du. Und jetzt gehen wir hier runter. Oh, das sieht interessant aus. Wir sind in einer etwas misslichen Lage. So scheint es, ja. Ich glaube, wir sollten den Stein verlassen.
Was macht man denn hier mit? Okay, wir müssen uns erstmal um die Gegner kümmern, ganz offensichtlich. Au! Ach, der zeigt mir immer da hinten an, dass ich da irgendwie die Macht nutzen kann. Das will ich doch gar nicht. So, einen haben wir, den anderen hat Plo Koon, glaube ich, besiegt. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Okay, muss einer dann da drauf springen und der andere muss jetzt schieben? Ja, Plo Koon, ich glaube, eigentlich müsstest du... Ah, nee, okay, ich muss... Die bleiben dann da hängen. Wir müssen die nur in bestimmten... ein bestimmtes Stück schieben anscheinend. Das dürfte doch jetzt schon reichen, oder? Ja, okay, das klappt. Da sind sie schon wieder. Ah, ich wollte doch oben drauf springen. Ich komm nicht drauf, aber Plo Koon macht das. Plo Koon macht das. So, zum Glück werden die Pressen hier nicht aktiviert, während wir hier drauf sind. Ihr merkt schon, ich sammle nicht mehr alle Punkte ein. Ist alles halb so wild. Weil wir haben, glaube ich, schon recht viele Punkte tatsächlich. Ich sehe viel von Qui-Gon in dir. Oh, das ist aber ein Kompliment, du. Ah, ist hier noch was? Nee, nur die beiden Punkte. Okay. Au, das sieht cool aus. Auf diesem Weg sollten wir direkt zur Kommunikationszentrale kommen. Alles klar. Da ist er das erste Mal. Unser Gegenspieler. Also gut, holt sie jetzt zurück. Keine Sorge, Count. Entschuldigt mich bitte. Ich habe Gesellschaft. Ah, Jedi. Ihr seid früher hier als erwartet. Doch egal. Ihr gehört hier nicht her, Skakuana. Ich bin nur auf der Durchreise. Wer seid ihr? Ich dachte, Jedi wüssten alles. Im Namen der Republik, wir stellen euch unter Arrest. Kommt nur näher, Jedi. Ihr versteht wirklich keinen Spaß. Ah, der Sack. Irgendwann kriegen wir den schon noch, den Ollen. Aber da war er, der große Feind. Wer ist es? Wir werden es noch herausfinden. Auf jeden Fall ein Skakuaner, ähnlich wie Vatambor von der Techno Union, ne, der Anführer. Den kennt man ja auch aus Episode 3 beispielsweise. Ist zwar nicht der gleiche, ne, also ist nicht die gleiche Person, aber halt von der gleichen Spezies wieder. Aber wer das ist, werden wir noch herausfinden müssen. Was war das denn? Cody, es müssen alle runter von der Station. Sofort! Sir, wir haben soeben die Ladedecks 1 und 2 gesichert. In ein paar Minuten wird es nichts mehr zu sichern geben, Commander. Verstanden, Sir. In Ordnung, Männer. Wir verlassen diesen Gesteinsbrecher. Ihr geht voran, Weichpanzer. Ja, Sir. Alles klar, das heißt, jetzt spielen wir auch nicht mal mit Cody, sondern mit dem anderen. Eine Schießerei, Weichpanzer. Ich glaube, ich kann mit deinem Blaster umgehen. Das ist ja... Mann, da wollte ich doch Cody spielen. Na gut, wir hören jetzt hier aber erstmal auf an der Stelle. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Cody-Mission und dem namenlosen Klon. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.